this place? It must be an ark. An ark? That's what they called them. Long ago, the Falsi, who made their home on Grand Pulse, were afraid of invasion from the outside. As part of their battle preparations, they created an army of living weapons, and they stored those weapons in arks. And they hid the arks all over the world. Everyone on Grand Pulse knew the legend. So this is basically a Pulse armory. Mm-hmm. Most of us never believed in them. A few people tried searching, but they never found a thing. Who'd have thought to look on Cocoon? Right under our noses. Some secret they kept. Those Sanctum guys, what are they up to? The story's not done. There's more. They used to say the Ark's had a more practical purpose. Huh. Really? Yeah. To force Lassie to master their shiny new powers. Huh. Okay. So, I get it. Deisley's goal is to forge us into stronger weapons. Right. Not Seath, but monsters all the same. Think of it as training for the fight ahead. Herb's right! Wait. What was that? These guys again. Fun times. Over there. We gotta keep moving. Naja. Anders wäre es auch viel zu langweilig und irgendwo müssen wir unseren Kraftstoff herbekommen, womit wir uns aufleveln können. Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Ich habe auch gerade eben eine... Ja, genau, da schwebt sie rum. Ich habe gerade eben nämlich eine Schatzkiste in der Zwischensequenz gesehen und... Och, nö! Ich habe so absolut keinen Bock auf diese Bomberviecher, wenn ihr euch noch an die Viecher erinnern könnt. Die sind so unglaublich grauenhaft, das geht gar nicht. Aber wir haben Präventivschlag gelandet. Geil. Das wird uns auf jeden Fall helfen. Dann machen wir einmal mal Beben, um das schnell auszuschalten. Stirb! Stirb, du Hurensohn! Dein Motherfucker, du bist tot! Nein, nein. Aber, nice. Jetzt können wir es endlich mal fertig machen. Und zwar auf die pulsianische Art. Bam. Oder bam. So ist besser bam. Bam, 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 bam. So. Boah, verschluckt. Ach. Ekelhaft. Ekelhaft. Mich hasst das, wenn ich mich verschlucke. Das ist schlimm. So, machen wir noch einen Privatschlag. Shit. Shit. Haben wir nicht ganz geschafft, ne? Aber jetzt müssten wir es, glaube ich, hinbekommen, die zwei Viecher auszuschalten. Denn dann haben wir ein bisschen mehr KP. Und mit diesem bisschen mehr KP können wir uns ein bisschen mehr Fähigkeiten beibringen. Und ich weiß nicht, wieso ich in diesem typisch klischeehaften russischen Akzent reden will. Oder tue. Ich habe sie bereits erwartet, Mr. Bond. Luigi, man wendet sich nicht gegen Familie. Merke dir eins. Man wendet sich nicht gegen Familie. Und wenn du deine Pizza Fromage jetzt nicht aufisst, dann mache ich dich kaputt, eh? Dann hole ich Vincenzo. Und der macht dich Messer. Aber nicht Messer Lorenzo de Pazzi. Sondern ich weiß es auch nicht, was ich für eine Scheiße labe. Aber wir machen jetzt das Viech fertig. Alter. Das war wieder so eine Szene, die war... Oder so ein Gelaber. Das war wieder total unnötig. 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 Ja, unnötig. Unnötig. Die machen ganz schön viel Schaden, das geht gar nicht. Ich mag das nicht, wenn die viel Schaden machen. Ich hätte es lieber, wenn die weniger Schaden machen. Weil viel Schaden ein bisschen viel Schaden ist. Und ich möchte ja nicht, dass die viel Schaden machen. Wisst ihr Bescheid? So. Jetzt mach's kaputt. Mach's kaputt. Mach's kaputt. Hol die Glock raus und mach sie kaputt. Bam, Junge. Voll auf den Poppes.
Wenn Lightning einmal mit ihrem Elektroschlag draufhaut, dann bleibt keine Arschbacke mehr trocken, Alter. Oder nass, besser gesagt, weil dadurch wird ja, ne? Wisst ihr Bescheid. Heldenamulett, das macht uns zu waschechten Helden, zu Superheroes. Wir haben einen Brünhüdelstein, einen Schieberstein, einen Syrus, Trennhüdel, Stein und weiß ich was noch. Wir haben Naturgeister reift, Elementarresistenzen steigt um 10% und Heldenamulett, massiver CP-Verlust, führt einmalig Courage aus. Ja, das ist fantastisch, einmalig, das sagt schon der Name. Das ist... die verborgene Lissi-Kraft wurde entfesselt, sodass nun alle für alle Rollen weitere Fähigkeiten erworben werden können. Neue Rollen können übernommen werden, sobald eine dazugehörige Fähigkeit erlernt wurde. Ergründe die Vielfältigkeit der Rollen im Zusammenspiel facettenreicher Paradigmen. Ja, ich weiß. Aber erstmal machen wir unsere Kampfmitglieder. Weil so kann ich das auf überhaupt keine Kuhhaut ziehen. Das geht gar nicht. Nee, sorry. Lightning-Fan, Hope bitte. Fan. Nicht wie so ein Ventilator. Lightning Fang Hope, bitte. So, Blitzschlag ist unser Anfangsparadigma. Dann hatten wir noch grüner Trillit, glaube ich. Den hatten wir auch, glaube ich, so. Dann machen wir einmal Sturmkommando. So, das hätten wir damit auch. Dann machen wir einmal Lebenssinfonie. Das war auch Heiler und dann Verteidiger. So, dann haben wir Sturmkommando, grüner Trillit, Lebenssinfonie. So, dann fehlt uns noch Drakonische Liga. Das hätten wir jetzt damit auch. Dann hätte ich noch gerne einmal was, wo Hope heilt. Sie manipuliert. Lightning greift an. Leidenskampagne. Das ist auch mal nicht schlecht. Sowas ist auch gern gesehen, ehrlich gesagt. Weil sowas ist mir teilweise sogar lieber als Drakonische Liga. Ja, Augmento haben wir dann in der Drakonischen Liga. Ich weiß gar nicht, ob grüner Trillit so gut ist. Im Vergleich zu dem anderen Zeug. Aber egal, wir lassen das erstmal so. Das passt schon so. So, dann machen wir Crystarium weiter. Ah ne, Hauptbrecher auf keinen Fall, Alter. Ne. Lecco mio. Wie viel braucht denn der eigentlich? 6.000 für... Ah ne, 3.000. Aber Alter, wie viel braucht denn der bitte? Und das geht immer weiter. Es geht immer weiter, auch wenn du dein Ziel erreichst. Alter, das ist... Guckt euch das doch mal an. Das ist heftig. Ich glaube, ich habe schon mal ein Video auf YouTube gesehen, wo einer alle Fähigkeiten von allen Charakteren in allen Paradigmen, ich meine allgemein so ziemlich alle Rollenstufen da maximal hochskillt. Und das sah irgendwie extrem krank aus, ehrlich gesagt. Der hatte irgendwie 9000, was weiß ich wie viel Kackschaden. Und das ging auf gar keine Kuhhaut. Nicht mal, wenn du sie... schön dehnst und dann überstrapazierst. Nicht mal dann geht's auf die Kuhhaut. Weil die Kuhhaut dann einfach überstrapaziert ist und dann ist sie so ausgeleiert und dann geht das einfach nicht. So schlimm ist das wirklich, Leute. Das geht gar nicht. So, Todesstoß. Gegner, die einen bestimmten TP-Wert unterschreiten, werden eventuell mit einer Angriffshandlung niedergestreckt. Alter, wie geil ist denn das bitte? Hat er ja vollkommen vergessen, dass Fang wirklich so kranke Attacken teilweise lernt. Guckt euch das doch mal an, wie wenig KP wir gerade brauchen für das jeweilige Aufleveln der Fähigkeiten. Das ist geil, 60 TP sind auch nochmal gern gesehen. So, was kannst du denn im Verteidiger? Da wollten wir nochmal die Rollenstufe machen. So, das hätten wir damit. Was kann sie hier noch? Gestauter Zorn, das ist ja dieses Gedöns da, was wir nicht unbedingt brauchen. So, Fluch gar, ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, aber wo wir schon mal dabei sind, können wir ja schon mal so ein bisschen weiter drauf gehen. So, das war's dann dazu. Dann bekommt unser Snow auch nochmal so ein bisschen was aufpoliert. Shock Impact wäre gar nicht mehr so schlecht für ihn. Wobei wir ihn eh nie wieder benutzen werden, wie gesagt. Ab jetzt gibt's auch keine Situation mehr, wo man mit Snow spielen muss. Das heißt, wir können ihn eigentlich verrotten lassen. Wirklich geil wäre es, wenn man die KP von einzelnen Kampfmitgliedern auf andere übertragen könnte. Aber dann wäre das auch teilweise viel zu leicht. Wirklich, weil, ich weiß nicht, spätestens ab hier könnte man dann so richtig viele KP sich ercheaten. Und das wollte Square Enix bestimmt nicht, als sie das Spiel erstellt haben. Die wollen ja die Spieldauer künstlich in die Länge ziehen und zwingen einen quasi dazu, die ganzen Gegner fertig zu machen und die ganze Zeit zu leveln. Ist ein bisschen dreckig der Trick, aber manchmal geht's einfach nicht anders. So Segen wäre eigentlich auch mal gar nicht mal so schlecht.
Das wäre eigentlich schon ziemlich geil, wenn wir Assassin im Team hätten. Wegen den ganzen geilen Buffs, die er lernt. Weil er dadurch unglaublich stark wird. Aber ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich da nicht so die Motivation, zu den ins Team aufzunehmen, weil er irgendwie scheiße ist. Also nicht, weil er schwarz ist, sondern weil er irgendwie vom Schaden her einfach nur scheiße ist. Ich weiß nicht. Irgendwie weiß ich nicht. Nee, ich weiß es einfach nicht. So, Blitzra. Hätten wir denn auch auf unserer lieben Vanilly. Hisashiburi Vanilly. So, was hätten wir da noch? Devalga und Deproze. Alter, die hauen sowas von Zauber raus. Das ist unglaublich. Und Malediktion. Verlängert die Wirkung bereits bestehend. Ach so, das ist dasselbe wie Segen. Nur halt mit negativen, ja, wisst ihr Bescheid. Wir haben Vanille so gut wie gar nicht geskillt, fällt mir gerade so auf. Irgendwie kann sie auch nicht. Also irgendwie weiß ich nicht. Entweder braucht sie extrem viele KP, damit man sie hochskillt, oder... Sie ist scheiße! Du bist scheiße! Nee, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, Rollenstufe. Sehr, sehr geil. Super geil. So, dann machen wir noch eben schnell ein bisschen Angriffskraft. Auch wenn wir es eh nicht geschissen kriegen. So, dann können wir noch mal ein bisschen auf unsere Lieblings-Lightning gehen. Was heißt Lieblings-Lightning? Es gibt ja nur einen, aber, ne? Hallo? Danke. Ja, warum nicht? Wir haben sie sehr oft im Brecherkommando. Ja, hat natürlich wieder nicht ganz ausgereicht. Wir werden sie danach wieder auch Aggression skillen. Aber erstmal müssen wir uns damit begnügen. So, oh fuck, nee, das mache ich dann offscreen wieder, diese ganzen Sachen wegmachen. Müssen wir mal unter die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt, dass ich euch ein bisschen was aus dem Datenlog hier vorlese. Weil hier werden teilweise Sachen erläutert und vor allem Persönlichkeiten erläutert, die so teilweise nicht in der Geschichte erklärt werden. Oder sie werden halt noch ausführlicher erläutert als in der Geschichte. Und vielleicht mache ich mal irgendwie so einen Zusatzpart, den sich da wieder keiner angucken wird, weil es eigentlich uninteressant ist, die ganzen Dialoge vorzulesen, beziehungsweise die ganzen Datenlogge, was weiß ich. Aber ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, wie viele von euch das interessieren würde, wenn ich das vorlese, mal so ein paar Sachen, so das Wichtigste. Natürlich nicht alles, das wäre ein bisschen krank. Dann würde ich da vielleicht eine Stunde vorsetzen oder so, aber allgemein so. Wenn das einen von euch interessiert oder am besten mehrere, nicht, dass ich das nur einer angucke, wäre auch ein bisschen kacke, ne? Aber wenn es... Ich dachte, ich wäre eine Schatzkiste. Alter, das war das erste Mal in meinem ganzen Final Fantasy 13 Leben, dass ich in eine Sackgasse gegangen bin und da keine Schatzkiste war. Da war nichts. Man konnte nicht mal hochspringen oder so und zu einer Geheimschatzkiste. Da war einfach nichts. Das war eine richtige Sackgasse. Mit Betonung auf Sack. Aber vielleicht haben die einfach irgendwie keinen Bock gehabt, da noch was einzubauen. Da hat sich wohl Square Enix ein bisschen zu sehr am Sack gekratzt. Ne, ne. Aber... versteht ihr wegen... Ne? Flachwitz for the win. So. Machen wir ihn auf Analyse. Detonator hätte ich gerne analysiert. Ach, das Viech halte ich gar nicht hoch. Fällt mir gerade so auf, oder? Haltet es sich mit seinen Angriffen hoch? Ich glaube nicht, ne? Explodiert und fügt immensen Schaden zu, führt gefährliche blitzelementare Angriffe aus und absolviert natürlich Blitz und seine Schwäche ist Eis. Alles klar, dann machen wir schnell fertig. Okay, die halten wirklich nichts aus. Da waren die Bomber, also mit Cess und Vanille da in Peaceville waren, noch viel schlimmer. Oder ich weiß gar nicht, das war glaube ich gar nicht Peaceville. Das war aber, weiß ich nicht, was das war. Aber es war auf jeden Fall ein bisschen krank, was da so war. Und dann wisst ihr Bescheid. Drakonische Liga, weil, weiß ich nicht, ist eigentlich total unnötig. Aber Art Blitz, warum nicht? Because why the fuck not? Und wir müssen ja noch Fang hochheilen. Alles klar, und dann, ja. Fügen wir mal mit Blitzschlag übelst viel Schaden zu. Jetzt trifft auch der Begriff Blitzschlag wirklich zu. Weil wir jetzt mit jedem Angriff Blitzelementaren Schaden machen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie viel Schaden wir machen. So, grüner Trillit. Alter. Das ist schon not bad, ey. Das mit einem Angriff von Lightning. Echt nicht schlecht. Das ist geil. Ja gut, ich meine, Hope hat jetzt auch Art Blitz erlernt und so weiter. Und er wird auch noch einiges anderes an Augmentor-Gedöns erlernen. Also, ja, ist es wirklich, glaube ich, besser, wenn wir Hope drin lassen. Weil er genug Schaden macht, er heilt ziemlich gut und Augmentor hat er auch drauf. Also der Typ ist ein geiler Ficker, auch wenn er aussieht wie Justin Bieber.
Aber, ne, wisst ihr Bescheid. Wobei, ich verstehe auch gar nicht, warum Leute manchmal sagen, ja, der Typ hat ja so eine Justin Bieber-Frisur. Weil früher hat er ja diesen Haarschnitt, den Hope so hat, zumindest so ähnlich. Und, aber heute trägt er ja diesen Undercut, oder wie man auch immer diese Kackfrisur nennt. Wo die da irgendwie an der Seite gar keine Haare fast haben, so kahl rasiert und dann alles hochgesteckt. Also nichts gegen Leute, die einen Undercut haben, aber irgendwie weiß ich nicht. Leute, die sagen, die jetzt noch sagen, du hast eine Justin Bieber Frisur, die kriegen eigentlich den größten Facepalm ihres Lebens rein, weil es einfach dumm ist, weil Justin Bieber momentan einen Undercut hat. Und wenn der Typ dann auch einen Undercut hat, der das sagt, und der sagt, du hast eine Justin Bieber Frisur, dann müsst ihr einfach mal damit kontern, dass er einen verdammten Undercut hat. Und das ist eine Macklemore Frisur. Ne, Macklemore hat irgendwie noch weniger Haare. Ach, was weiß ich. Er ist einfach total dumm. Das hat mich schon immer aufgeregt, irgendwie, wenn Leute sagen, ja, du hast eine Justin Bieber Frisur oder so. Weil meine Haare sind auch so ein ganz kleines bisschen ähnlich. Nicht ganz so lang, aber so ähnlich. So in die Richtung halt. Aber wirklich, die sind bei weitem nicht so lang wie bei dieser Justin Bieber Frisur. Gott sei Dank nicht. Das sieht nämlich mega scheiße aus, wenn das so ist. Aber gut. Wobei ich glaube, es wäre ratsam, wenn wir die besiegen. Solange wir die Gelegenheit haben. Wir müssen uns ja so ein bisschen hochpowern hier. Und momentan bringt uns das ja auch ein bisschen was, während wir diese Kristallpunkte hier farmen gehen. So, erster Detonator kaputt. Der zweite folgt zugleich. Alles klar, hätten wir. So, dann geht sie wieder an den Kragen, mein Freund. Boah, Ho ist schon wieder fast am Verrecken, Alter. Das kann ich gar nicht gut heißen hier. Aber nee, wie gesagt, es ist wirklich ein bisschen dumm, wenn das Leute sagen. Du hast einen Justin Bieber Frisur oder so. Ich meine, ich wurde mir das nie irgendwie angesprochen auf das, auf meine Frisur oder so ein Scheiß, aber ist ja auch nicht wirklich was Ungewöhnliches, das haben das viele Jungen. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist mir das mal so eingefallen, dass wenn man das sagt, dass das eigentlich total dumm ist. Aber egal. Wisst ihr Bescheid. So, wir kloppen das Viech jetzt noch schnell fertig, dann gehen wir weiter und dann kommen hoffentlich nicht mehr ganz so viele unwichtige Areale. Alter, Fang macht 6000 Schaden mit jedem Schlag. Wenn sie noch mit Blitz und so ihre Waffe versehen hat, mit Blitz. Das ist really not bad. Das ist richtig geil eigentlich. Das ist echt not bad. Und wir können abspeichern. Und ich muss mal kurz auf die Uhr gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Ja, wie weit geht's denn noch? Alter. Okay, ich hab eigentlich noch Zeit, aber höchstens 5 Minuten. Und ich weiß nicht, ob da noch ein Speicherpunkt kommt. Deswegen muss ich die Session erstmal für heute beenden. Ich will lieber nicht zu spät zum Training kommen und so weiter, wisst ihr Bescheid, ne? Macht auch nicht so viel Spaß, wenn man die ganze Zeit zu spät kommt. Jedenfalls, Leute, das war Let's Play Final Fantasy 13, eine weitere Aufnahmesession. Heute mal wieder nur ein kleines bisschen kürzer als die letzte, aber ich hoffe, es hat euch dennoch Spaß gemacht beim Zuschauen. Ich hoffe, dass ich euch das nächste Mal wieder bei Let's Play Final Fantasy 13 begrüßen darf. Schaut doch mal unten in die Videobeschreibung, bevor ihr geht und bevor ich mich noch tausendmal verspreche. Dort findet ihr meine Facebook-Seite, wo ihr die liken könnt, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und ihr findet noch meinen Zweitkanal, den ich auch verlinkt habe auf meinem Hauptkanal, also auf meiner Hauptkanalseite. Ihr wisst Bescheid, der Link ist in der Videobeschreibung. Dort lade ich Anime-Reviews, News und bald auch Top 10s und so ein Scheiß hin. Also, freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!